Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hitman Box von Vaisel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hitman von Vaisel im November 2014, also vor mittlerweile genau 3 Jahren, ist dieses gute Stück erschienen. Audiovisuell von Vaisel, ebenfalls als Box. Und es war das letzte Album. Wir haben lange, lange warten müssen auf ein richtiges Album von Vaisel. Das ist jetzt am Start, Hitman. Und das Ganze in Boxform erschienen. Wir schauen gleich mal in die Box. Dafür machen wir mal die Plastikfolie ab. Und dann schauen wir mal, was sich darin befindet. Audiovisuell, damals ja noch über Aslax erschienen. Hitman über das neue Label, über Bella Boys erschienen. Also wir haben hier eine weiße Box und hier auf dem Cover sehen wir die 43 und hier Vaisel zu sehen mit roter Krawatte, weißem Hemd, schwarzem Anzug und Pistole im Anschlag. Also erinnert sehr stark an das Hitman-Cover der Videospiele bzw. der Kinofilme. Fällt mir richtig gut. Ansonsten die Seiten glatt weiß. Und auf der Rückseite haben wir nochmal Vaisel Hitman stehen, inklusive des Logos der Bella Boys und einen Barcode. Es ist eine reguläre Klappbox und wir schauen mal hinein. Also, wir haben hier als erstes eine Autogrammkarte, einen Sticker, nochmal 2 Sticker, ein Poster, eine Fahne, eine kleine schwarze Box, das dürfte wohl das Fischauge sein. Das Album an sich, das 4-3 Blocktape. Und die Instrumentals zum Album. So sieht das Ganze von innen aus. Also wir haben hier so einen Einleger eingeklebt, wo das Album bzw. dieser kleine Karton des Fischauges Platz gefunden hat. Dieses festgeklebt, lassen wir jetzt einfach mal so drin. Box von innen komplett in weiß gehalten. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Vaisel Hitman kennen wir schon vom Boxcover, also das Cover hier auf dem Album ident. Hier hinten lesen wir noch Vaisel Hitman in schwarz und rot. Und dann haben wir hier auf der Rückseite die Tracklist. Wir haben 14 Tracks an der Zahl und wir haben Features von MacLeod, Toro West, Luciano und Eunique. 14 Tracks, ich muss sagen, meine Favoriten, beide glücklicherweise auch schon als Video ausgekoppelt worden, und zwar Track Nummer 2, Bam Bam, und Track Nummer 4, Besser als 50 Cent. Also die sind mir einfach am besten ins Ohr gegangen, sind mir am meisten im Gedächtnis geblieben. Hier wieder ein Barcode plus Bella Boys. Das Album als Digipack. Hier haben wir das Booklet. Hier nochmal Vaisel Hitman zu lesen. Werfen mal kurz einen Blick in das Booklet. Also wir haben hier, wie so oft, die Tracks einzeln aufgelistet, inklusive der Info, wer daran beteiligt war. Und hier Fotografien. Vaisel mit den Händen auf dem Hinterkopf. Ist die Frage, ob er sich gerade ergibt, also der Polizei stellt, oder ob er einfach irgendwie etwas bereut oder, ja, einen Fehler gemacht hat. Weitere Tracks und Vaisel am Rauchen. Also, hier haben wir den Hitman. Sieht echt, echt mächtig aus, das Foto. Pistole mit Schalldämpfer. Ich glaube, er hat auch in seinem Unboxing gesagt, dass er da jetzt auf Filmangebote hofft,
mit dieser Hitman-Sache. Weitere Tracks. Also Vasil, durch diesen 4 Blocks Hype ja auf jeden Fall dick im Geschäft, auch was Film oder generell dieses ganze Serienbusiness betrifft. Ich danke Gott, meiner Familie und allen Brüdern und Schwestern, die an diesem Album mitgewirkt haben. Hier wieder zwei Patronen und dann noch die Credits. Bella Boys. Okay, dann werden wir das Booklet mal wieder zurückgeben in die Hülle. Und dann kommen wir auch schon zur CD. Diese ist im Design gehalten wie so eine Zielscheibe. Also hier in der Mitte gibt es dann die meisten Punkte. Vasil, Hitman, Bella Boys. CD sieht so aus. Rückseite glatt weiß. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Diese wie so oft in einer Papphülle. Cover genauso wie von einer normalen CD, nur mit dem Zusatz Instrumentals. Auf der Rückseite wieder die 14 Tracks zu lesen. CD ebenfalls mit Instrumentals hier aufgelistet, ansonsten ident zum Album, zur Album-CD. Und dann haben wir noch diesen Zusatzinhalt hier, Vasil 4.3 Block Tape, ebenfalls in einer Papphülle und das Ganze in schwarz-weiß Optik, das Cover, gefällt mir richtig gut. Also sieht so aus, als würde Vasil da gerade aus einem Hochhaus, aus einem Plattenbau hinausschauen. Und wir haben hier 4 Tracks. Wir haben Features von Echo Fresh und noch ein Feature von Toro West. Sagen, der Mann sagt mir nichts. Echo Fresh natürlich schon. Aber Toro West, nichts. Und hier nochmal dieses, ja, dieser Horizont, diese Aussicht aus dem Block. In die EP muss ich sagen, habe ich noch nicht reingehört. Muss ich noch machen. CD ebenfalls in diesem Blockdesign. Also, sehr schön. Dann haben wir Sticker. 3 Stück an der Zahl. Einmal diesen in quadratischer Form. Vasil Hitman, das Cover als quadratischen Sticker. Dann haben wir Bella Boys in Querformat in schwarz und weiß. Das Label. Und dann einen Vasil Sticker in weiß und schwarz. 3 Sticker an der Zahl. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Sieht so aus. Ich habe es nur gerade geschaut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber rein jetzt vom Gefühl her fühlt es sich für mich so an, als wäre das Ganze aufgedruckt und die Unterschrift nicht original. Ich müsste jetzt mal andere Videos anschauen, wie die Unterschrift dort aussieht, ob die ident zu meiner ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, meiner Meinung nach ist es aufgedruckt. Finde ich immer schade, wenn die nicht unterschrieben wurden, wenn man sich dafür nicht die Zeit genommen hat. Ja, kann man leider nicht ändern. Schade. Rückseite blank weiß, bis auf einen Schriftzug, den wir hier lesen. Photo Credit Delia Baum. Okay. Dann haben wir ein Poster. Dieses in Querformat relativ klein. Auch hier haben wir wieder den Hitman abgebildet, also das Poster in schwarz und hier dann Vasil mit 2 Pistolen inklusive Schalldämpfern. Und hier lesen wir noch unten rechts im Eck Vasil Hitman in weiß und rot. Dann haben wir dieses Fischauge, dieses Handyobjektiv oder diesen Handyaufsatz, habe ich ehrlich gesagt noch nicht mal gewusst, dass es sowas gibt, geschweige denn, dass man sowas in eine Deutschrap Box packt. Also, wir haben hier so eine Klammer, das heißt, das könnt ihr dann hier auf euer Handy dran klammern. Das ist jetzt wohl der Deckel der Linse. Also hier steht auch for digital camera and mobile phone. Man kann das halbwegs lesen. Ja, und dann macht man das Ganze ab. Und dann sieht das so aus. Also es wird dann einfach hier an das Handy dann dran gemacht. Und dann habt ihr dann hier so eine spezielle Fischaugenoptik. Bin gespannt, wie das Ganze aussieht.
Bella Boys, der Schriftzug hier nochmal in schwarz. Freut mich alleine schon deswegen, weil es einfach innovativ ist, weil ich sowas noch nie in einer Deutschrap Box gesehen habe. Ah, hier haben wir noch eine Info. Und zwar lesen wir hier Fisheye Lens 180 Grad. Gut. Und das Ganze dann hier mit so einem Metalldraht, dass das Ganze eben entsprechend auf Spannung gehalten wird. Darin haben wir noch eine Information, also einen kleinen Zettel, eine Gebrauchsanleitung. Hier steht dann noch Fischaugenlinse mit Befestigung. Könnt ihr euch natürlich dann im Detail durchlesen, wie das Ganze optimal zu verwenden ist. Ich verzichte jetzt darauf, das vorzulesen. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt noch eine Fahne. Diese ganz schön groß, aber generell bei Fahnen ja immer der Fall. Ich hoffe, man kann das halbwegs lesen. So sieht das Ganze aus. Also wir haben hier groß den Bella Boys Schriftzug. Bella Boys und drüber das Logo. Ich bin jetzt nur etwas verwirrt, weil ich glaube, das, was wir hier sehen, diesen schwarzen Fleck, ich glaube nicht, dass der im Design vorgesehen ist. Also ich befürchte fast, dass die leider in meinem Fall hier schmutzig geworden ist. Muss ich vielleicht mal in die Wäsche geben oder so, oder mir anschauen, was da passiert ist. Ja, ist es nicht so tragisch, aber ist natürlich ärgerlich. Ich hoffe, bei euch ist das Ganze nicht der Fall. Die Fahne ist komplett einschichtig. Das heißt, wir haben hier nicht irgendwie noch einen zusätzlichen Streifen verstärkt oder eingenäht, wo man hier eine Stange oder Metallösen drin hat. Also das ist wirklich ganz, ganz einschichtig, durchgängig. Und dann haben wir hier noch die Info 100% Polyester Belief Digital GmbH Made in China. Okay. Das war somit der letzte Boxinhalt. Und wir fassen noch einmal zum Abschluss kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne in Schwarz und Weiß, die Bella Boys Fahne. Dieser Aufsatz für euer Handy bzw. für eure Digitalkamera. Das Fischaugenobjektiv. Das Poster, einseitig bedruckt im Querformat. Die Autogrammkarte, meiner Meinung nach bedruckt und nicht original unterschrieben. Die drei Sticker, einmal Wesel Hitman Sticker quadratisch, Bella Boys rechteckig, Wesel rechteckig oder Querformat. Die Bonus-EP, das 4-3 Blocktape in der Papphülle. Die Instrumentals zum Album Hitman in der Papphülle. Und das Album an sich im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Wesel unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.